was in diesem Video passiert. Und damit Servus zu einem neuen Pferdeblog. Ich warne euch schon mal vorab, meine Kameraführung in diesem Video ist nicht gerade so ideal. Wir werden heute wieder einen Spaziergang machen, aber wie schon vorab gesagt, ist meine Kameraführung nicht so ideal. Deswegen habe ich auch das Aufzäumen nicht gefilmt. Also geht es jetzt gleich mal los. Jetzt auf einmal. Das ist immer, bis er aus dem Gatter raus ist, dann geht's schon. Der hat sich jetzt nicht kapiert. Heute nehmen. So viel Zeit. Bla bla. Das ist genauso wie mit den Kindern, die in der Früh in den Kindergarten wollen und dann wollen sie nicht mehr gehen. Das Wochenende war ja irgendwie produktiv mit Videos produzieren. Trainieren, schlaufen, die Finger rein, weil der will uns nicht. Jetzt und war das auch wieder so ein Kampf. Und seine Huf hinten, was das auch war, sieht man nicht mehr, wo es letztes Mal so blurrt hat. Nur noch mal zur Info, das letzte Mal, wo ich beim Filou war, hat der mit dem Ball gespielt und dabei ist er sich mit dem vorderen Fuß in den hinteren Fuß reingestiegen und das hat dann so stark geblutet. Oder du schneller. Musst halt rückwärts gehen. Geh. Kann ich nicht, weil ich im Praktikum bin. Unter der Schutzzeit bin ich sowieso immer da. Und am Schluss, wenn man zurückgehen kann, dann immer. Da steht ein Reh, da steht nicht nur ein Reh. Da stehen ganz viele Rehe. Gibt es keine Karottenfelder da hier hinten? Nur Kartoffeln. Oh, da. Links, rechts. Okay, jetzt sind wir erstmal Gasproben.
Und dann schaut er, wo das Beste ist. Ja, das ist die Kunst des Kameramannes, rückwärts zu filmen. Die müssen rückwärts gehen und die Leute von vorn filmen. Hier sind leider Fliegen in der Nase drin. Die Sonne hat es auch den ganzen Tag geregnet. Mistviecher da. Vorher schon eine ins Auge reingeflogen. Jetzt frisst er gleich meinen Fuß. Jetzt ist er hinterm Baum. Wenn er nach da schaut, kann er das doch gar nicht sehen. Ja, wer sieht die Rehe da hinten? Da. Hinten. Irgendwo. Sind die Rehe. Und zwei, was weiß ich, für Teile. Wie können denn eigentlich die Viecher halt so besser? Die fliegen mir alle ins Auge ein. Ich lache immer aus. Ich bin nämlich nur aufgeregt, aber er merkt das hier. Wieso bist du da ruhiger? Aber heute kannst du sie reißen, wenn er nicht so. Da sich schön auffüllen, wenn er so vorwärts geht. Ich bin nicht vorne, sowieso immer besser. So was kann ich. Die hat auch gesagt, hat sie geführt. Aus von den Garten. Die hat gesagt, raus und raus. Da hat sie drauf geguckt, dann war er total dran. Meine Hand gepasst. Stundenlang habe ich das gemacht. Das ist jeden Tag, ja gut, jeden Tag.
ich bin auch am Mist. Und? Ich glaube, die Pferde sind da. Schätze ich mal. Kannst du jetzt 3 Stunden mitnehmen? Ja, machen nicht.
Baum, ja. Der Mega wird weitergehen. Das war's mal wieder von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Und jetzt habt noch einen schönen Tag. Ciao! Jetzt müssen wir die so schauen. Nein, geht nicht. Komm mit.